Hi Leute und herzlich willkommen zum Februar Loot Chest Unboxing hier bei mir auf meinem Kanal auf Thorshammer Gaming. Ich bin der Thorsten, ihr wisst. Und die Kamera steht ein bisschen schräg, deswegen muss ich einmal so schräg gucken, aber vielleicht geht's so oder auch andersrum, wenn ich das ein bisschen drehe. Das Problem ist dann, ich muss immer meinen Laptop ein bisschen drehen, aber naja, was willst du machen? Vielleicht könnte ich mich auch anders hinsetzen oder vielleicht so, ja genau, so könnte ich mich doch hinsetzen. Dann sitze ich zwar seitlich, aber ihr könnt hinten wenigstens den tollen Hintergrund sehen. Also fangen wir an. Warum gab es im Januar kein Unboxing? Ja? Warum gab es im Januar kein Unboxing? Dazu machen wir zuerst mal das hier, damit ihr auch wisst, wo wir sind. Wir sind hier. Thorshammer Gaming präsentiert das Loot Chest Unboxing Februar 2016 und Januar 2016 Special. Jawohl. So, also warum gab es im Januar kein Unboxing? Ganz einfach, ich habe zwar eine Box bekommen, aber ich hatte keine Zeit. Ihr wisst, wie das ist mit Familie. Meine kleine Tochter steht da. Ja, und mit arbeiten gehen, ich meine, man muss ja arbeiten gehen, aber ich kann euch zumindest das T-Shirt zeigen, das trage ich nämlich, Fight for Columbia, ne? Ist also ein Bioshock Infinite T-Shirt, gab es im Januar in der Box, fand ich sehr geil, ja, und es lohnt sich immer ein YouTube-Video zu machen zu der Box und das dann zu taggen mit Hashtag Loot Chest YouTube Contest oder auch andersrum, keine Ahnung, ne? Auf jeden Fall habe ich die Januar-Box aufgemacht und fand das hier. Ne? It's dangerous to go alone, take this. Ne? Also eine Art Glückwunschkarte. Dann habe ich die Glückwunschkarte aufgemacht. And some of these should also help. Ne? Da steht ein toller Text drin, lese ich euch mal vor. Da steht, herzlichen Glückwunsch, du bist einer unserer YouTube-Contest-Gewinner. Viel Spaß mit deinem Gewinn, dein Luches-Team. Ja? Da seht ihr es auch nochmal, luches.de. Also ich habe tatsächlich was gewonnen, ja, und das kann ich euch auch zeigen. Die anderen Sachen von der Box habt ihr bestimmt schon bei anderen Unboxings gesehen. Es war eine tolle Januar-Box, hat mir auch gut gefallen, aber ich habe das hier gewonnen. Ja, und zwar einen Star Wars 16 GB Speicherstick für mein USB-Laufwerk in Form von Jabba the Hutt. Ja, und das ist doch geil, da gibt es auch noch ein paar mehr, stehen da hinten alle drauf, ne? Kann man sich mit Sicherheit, kann ich gut gebrauchen, weil als YouTuber braucht, also jemand, dessen Hobby YouTube-Videos sind, so wie bei mir, der braucht immer eine Menge Speicherplatz und von daher, ja. So, haben wir 2,5 Minuten gequatscht, kommen wir zum Februar-Unboxing, Loot Chest Februar-Unboxing, das ist das Lootbook schön in rosa gehalten, wahrscheinlich wegen dem Valentinstag, der ja vorgestern war, ne? Ja, genau, der vorgestern war, gestern war ich arbeiten, ist auch wieder eine tolle Sachen, ne, drin. Und wäre aber auch mal cool, ich weiß nicht, an wen man sich da wenden muss bei Loot Chest, wenn ich mal hier ins Lootbook reinkäme, dahin, wo diese beiden YouTuberinnen diesmal abgebildet sind, beziehungsweise hier haben wir noch einen Let's Player, den Jambo. Also wäre ganz toll, wenn ich da mal irgendwie reinkäme. So, Lootbook lassen wir mal hier liegen und wir fangen an mit dem ersten, wie immer bei mir, ihr wisst, mit dem kleinsten fangen wir an. Die Box war diesen Monat größer und schwerer als sonst, aber das war der Plus-Artikel, der daran schuld war und den zeige ich euch nachher. Ist natürlich für mich was ganz besonders Tolles. So, als erstes gibt es mal wieder Süßkram, ne? Hier Pop Rocks Cola Candy irgendwas oder wie auch immer, ja. Pop Rocks Cola Candy als Süßkram, das ist so, ja, so knisternde Brausepulver, Zuckerware, Gedöns, ne? Also tust dir auf die Zunge und dein Maul explodiert oder sowas. Keine Ahnung, kommt auf jeden Fall eine Menge Schaum bei rum. Nee, wird mit Sicherheit gut schmecken, mal gucken, ne? Ob wir das essen oder eben nicht. So, das packen wir mal hier hin. Ich will nicht alles hier auf die Xbox One stellen, weil die Xbox One steht da. Na, also, da. Da steht meine Xbox One. Na, und hier kann ich euch auch Controller zeigen. Da, Xbox One Controller. Ja, genau. So, man hält die Kamera schön von hinten ein bisschen auf. So, dann geht's weiter mit dem nächsten. Und zwar ist das Bazinga. Ihr seht das gar nicht so. Hier, Bazinga. Nee, Quatsch, das ist der Flash. Ja, das ist der Flash. Steht auch drauf. Hier. The Flash, ja, ist auf jeden Fall eine DC-Comic-Spardose. Ne? Da oben tut man Kohle rein, wenn man kleine hat. Ne?
Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe selten kleine Kohle, weil die macht mir immer das Portemonnaie so schwer. Ne? Ich habe auch keine große Kohle, verflucht. Ne? Weiß ja nicht. Habe auch keine große Kohle. So, jetzt stelle ich das mal so hin, dann geht das doch besser. Also hier, The Flash, Spardose. Ne? Eigentlich ganz cool, kriegt meine kleine Tochter. So, stellen wir da an, ist aus Metall, hier irgendwie Blech oder was gedöns, ne? Ja, und wird schon gehen. So, dann das nächste, ich weiß nicht, ob viele Looter schon oder ob viele Zuschauer von mir das schon benutzen dürfen. Das ist ein Family Guy Bierglas, Leute. Ist schon geil, gefällt mir eigentlich ganz gut. Ne? Jetzt habe ich Simpsons Biergläser, weil ich mehr auf die Simpsons stehe als auf Family Guy. Machen wir mal auf und habe auch ein 320 Milliliter Family Guy Bierglas. Und da steht übrigens auch drauf Ladies Man. Genauso wie bei meinem Homer Simpson Bierglas und bei meiner Homer Simpson Kaffeetasse und bei meiner Homer Simpson Tagesdecke. Na, also ihr seht, Simpsons Haushalt. Yes. So, aber auf jeden Fall cool. Family Guy Bierglas. Na? So, weiter geht's. Süßkram habe ich euch schon gezeigt. Ja. Dann ein Star Wars Item. Mal wieder ein Star Wars Item. Hier, Star Wars Flametrooper Sammelmünze. Die Münze sieht dann so aus. Ne? Da ist da, ja, warte. Können wir mal rausnehmen, glaube ich. Wenn wir die Plastik aufkriegen. Hier. So, also. Achtung, zuhören. Ja. Ist tatsächlich recht schwer. Ne? So, hier, da ist es. Star Wars Flametrooper. Na? Und hier Star Wars The Force Awakens Sammelmünze. Okay, also wer Münzen sammelt, wer auf Star Wars steht, findet das mit Sicherheit geil. Ja, ich muss sagen, ich finde es nicht schlecht, aber was mache ich damit? Ja? Mein letzten Monat war eine Dr. Hühl Vinylfigur in... Eine Dr. Hühl. Eine Dr. Who. Scheiße, Alter. Eine Dr. Who Vinylfigur in der Box. Die hat mir natürlich besser gefallen als so eine Metallsammelmünze. Weil wo soll ich die hin tun? Ja, kannst du einfach nur hier oben bei den anderen Star Wars Sachen mit dazustellen. Ne? So. Also. Weiter geht's. Das nächste ist eine Postkarte. Ne? Also Lootchest schickt euch eine Postkarte und zwar aus, weiß nicht, ob man es sehen kann, irgendwo da unten in der Ecke. Ja, genau, da kann man es sehen. Na? Eine Postkarte aus Mittelerde. Na, also ist eine Postkarte, ja, da ist die Karte von Mittelerde drauf. Und was willst du dazu sagen? Na? Ja, kannst du hier, diesen hier. Na? Da kannst du es hin tun. Nee, aber... Das ist mal wieder Meckern auf hohem Niveau, weil hab schon wieder auf Facebook ein bisschen was gelesen, ne? Dass die Leute sich da immer tierisch aufregen über die Box und ja, hast du nicht gesehen. Ne? Leute, es ist eine Überraschungsbox. Niemand weiß vorher, was drin ist, ne? Außer die packen. Ne? Also dann lasst euch doch auch überraschen, wenn es euch super gut gefällt. Alle Items sind top und ja, da ist es toll. Ja? Wenn es euch mal einen Monat lang nicht so gut gefällt, dann ist ja auch egal. Es ist immer für jeden was dabei. Und ich muss sagen, diese Box ist wieder nicht schlecht. Gefällt mir ganz gut. Ein, zwei Items hätte man austauschen können, aber man kann ja auch nicht so viel erwarten. Meine Box kostet 24,95. Ne? Ah, übrigens, wenn ihr selbst eine Box haben wollt, dann folgt bitte dem Link unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch selbst eine Box bestellen im 3, 6 oder was weiß ich wie viel Monatsabo oder nur einzeln. Aber mit den Einzelboxen immer schnell sein, weil die sind immer schnell weg. So, wie gesagt, Postkarte. Ne? So, dann ist es ja Deadpool-Zeit. Ne? Es ist ja Deadpool-Zeit und man hätte sich vielleicht ein größeres Gimmick gewünscht zu Deadpool oder zu The Walking Dead. Oder wie auch immer, weil in der Marvel Collector Box, habe ich jetzt nur gehört, weiß nicht, ob es stimmt, aber in der Marvel Collector Box soll natürlich diesen Monat Deadpool drin sein. Und in der Loot Crate, die andere YouTuber auspacken, allerdings immer erst 4 Wochen später, weil das Ding kommt ja aus USA, na, da musste man ein bisschen warten, soll auch was mit Dead drin sein, also Deadpool und Gedöns. Ne? So, jetzt klingelt das Telefon, ich bin... So, da sind wir wieder. Entschuldigt, aber das Telefon hat geklingelt. Man muss ja dann auch mal rangehen, ne? Und ja, also wir hätten uns im Februar gerne ein bisschen was jetzt mehr gewünscht zu Deadpool, aber wir bekamen immerhin das hier. Ne? Ein Deadpool-Comic mit
4 exklusiven Kurzgeschichten, in denen der Humor auch nicht zu kurz kommt. Ich habe da vorhin schon mal reingeguckt, ne? Deadpool mit CSI. Deadpool als kanadischer Superheld und ja, Deadpool allgemein. Ne, ist auf jeden Fall ganz witzig zu lesen, aber ja, ist wieder kein so Exklusiv-Comic, dass du im Laden kaufst, sondern mehr so ein Comic, wo du auf der Messe hinterhergeworfen kriegst. Ne? Ich meine, ich fahre ja im Juni zur Comic-Con und wahrscheinlich werde ich da mit den Dingern hier überhäuft. Genauso wie mit den ganzen Star-Wars-Comics. Also, lieber was Hochwertigeres und lass doch diesen Mist hier weg. Liebes Lutsches-Team, ja. Ich bezahle da gern 24,95 für, aber irgendwann, wenn es wieder nur so gratis Comics gibt, weißt du, dann denkst du, nee, komm, lass einfach sein. So. Dann haben wir noch zwei Sachen. Haben wir noch zwei Sachen in der Chest, die wir uns jetzt auch noch angucken werden. Ja? Und zwar zuerst das T-Shirt. So, wieder ein T-Shirt drin. Dieses Mal haben auch viele Leute genölt, dass das T-Shirt weiß ist diesen Monat. Leute, es müssen nicht immer schwarze T-Shirts sein. Ja? Ich meine, ich bin Heavy Metal Fan, ich habe sowieso überwiegend schwarze T-Shirts und deswegen freue ich mich mal über ein weißes T-Shirt. Hier, weiß. Ja? Weißes T-Shirt. Ja? Und das ist ein Mad Max T-Shirt. Da steht nämlich vorne drauf Immorten Joe's Customs. Ja? Immorten Joe's Customs Mad Max T-Shirt. Riecht total nach Plastik. Finde ich aber geil. Das Design ist geil. Ja? Also ist ein geiler Druck. Ne? Gefällt mir richtig gut. Und ist ein weißes T-Shirt in meiner Größe. Gefällt mir wirklich, finde ich gar nicht schlecht. Man kann auch mal weiße T-Shirts anziehen. Es muss nicht immer schwarz sein. Ne? Aber ihr wisst ja, rosa ist das neue Schwarz und Schwarz war leider ausverkauft. Nee, sieht aber toll aus, gefällt mir tatsächlich gut. T-Shirts, immer geil, immer öfters, immer her damit. Ja? Aber wenn viele Leute sagen, ja, nicht jeden Monat ein T-Shirt. Alter, ich kann von T-Shirts nie genug bekommen. Vor allen Dingen solche geilen. Hier Januar T-Shirt Fight for Columbia, Februar T-Shirt Mad Max. Was willst du mehr? Ja, da war im Dezember war noch ein Halo-T-Shirt oder was auch immer und ein Star-Wars-T-Shirt. Da waren sogar zwei T-Shirts drin. Ist doch hammergeil. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Also mir gefällt das richtig gut. Ne? So, und dann kommen wir jetzt zum Plus-Artikel. Und der Plus-Artikel war ja, wie gesagt, dran schuld, dass die Box größer und schwerer war. Und Moment, ich hole das mal gerade hoch. Also, es ist mal wieder ein Buch. Ja, es ist ein ziemlich dickes Buch. Und es ist ein Buch, bei dem alle Assassin's Creed-Fans wahrscheinlich ausrasten. Es ist nämlich das Assassin's Creed Unity Abstergo Entertainment Mitarbeiterhandbuch mit der Fallakte, Moment, dass ich es richtig lese, mit der Fallakte 44412 Anno Dorian. Ja, und das ist hammergeil. Das ist nämlich, ich habe es jetzt noch nicht aufgemacht, aber hier am Rand kann man sehen, ja, das ist tatsächlich gemacht. Warte, ich mach's auf. Messer von der Arbeit, Spoiler. Ja, ihr wisst ja, im Möbelhaus arbeiten, diese Leute brauchen immer solche Messer. So, dann machen wir das mal auf hier. Kann man übrigens auch gut eine Lutschist mit aufmachen, ne? Oder basteln, je nachdem. So, machen wir das Ding mal auf, hier machen wir den Plastikrahmen mal weg. Alter, hammergeil. Ne? Richtig hochwertig gemacht. Von Panini Books hin steht der Preis drauf, 39,90, Alter, für dieses Buch. Das ist echt Hammer, dass du das hier kriegst. War ja schon mal ein Buch drin, letztes Jahr im August. Assassin's Creed 4, Black Flag und jetzt hier die Fallakte von Arnaud Dorian. Und ihr seht das hier an diesen Reitern. Weiß nicht, ob man das gut erkennen kann über die Kamera, aber naja, geht's nicht, weil es ist so schwer. Ne? Hier sind solche Reiter. Ne? Dann kannst du da immer die verschiedenen Dinger da aufklappen. Abstergo. Gefallene Helden hier, Haysim Kenway, Rodrigo Borgia, ne? Da, die Kindheit von Arnaud Dorian, ne? Statusbericht vom Animus, Abstergo, Gesamteindruck und so weiter, Ausbildung, Statusbericht 2, Gefangenschaft bis Ausbildung, Verfasser Robert Fraser, vorzulegen bei Aiden St. Clair und lauter so Kram. Ne? Hier. Das ist doch richtig geil, auch wenn Assassin's Creed Unity von Ubisoft ein bisschen verbuggt war. Ich glaube, dieses Buch, ne, reißt doch alles wieder raus, oder? Selbst wenn euch das T-Shirt nicht gefällt, ne, und ihr seid Assassin's Creed Fans, dann haben die Jungs und Mädels von Loot Chest
euch mit diesem Buch doch wieder gefangen. Also ich finde das Ding saumäßig geil. Assassin's Creed Unity, die Abstergo Entertainment, Fallakte zu Anno Dorian. Finde ich hammergeil, werde ich mir direkt lesen, kriegt bei mir in meiner Assassin's Creed Sammlung, die inzwischen schon sehr, sehr groß ist. Aber immer her damit, immer mehr, ne? Weil, hier, ihr seht, Assassin's Creed, der Name meiner Tochter, ne? Assassin's Creed spielt für mich immer eine sehr große Rolle und das werde ich auch immer tun. So, also, auf jeden Fall haben wir jetzt noch ein geiles Buch in der Box gehabt, ist doch krass. So, dann schauen wir uns mal die Preise an. Also, Buch habe ich euch schon gesagt, das Buch kostet 39,90. Also ein Buch für fast 40 Euro, das du bei Amazon wahrscheinlich wirklich nur für 40 Euro kriegst oder bei Panini Books oder bei Ubisoft selber, ja. Und dann natürlich kriegst du die Box für 24,95 und da ist noch ein T-Shirt mit drin und was weiß ich noch, so Kram. Also der Süßkram kostet wie immer nichts. Diese, zugegebenermaßen nicht ganz so tolle Mittelerde-Postkarte, immerhin 2 Euro. Wer dafür 2 Euro bezahlt, ist selber schuld. Ne? Die DC Comics The Flash Hero Spardose, immerhin 7,95, ist auch okay. Ja? Diese Star Wars Sammelmünze, die jetzt da oben schon auf dem Star Wars Regal steht, da bleibt sie jetzt auch stehen, für 5,95, ist klar. Ne? Das Family Guy Bierglas für 10 Euro. Das Mad Max T-Shirt, zeig's gerne nochmal in weiß. Mad Max T-Shirt, ja, hammergeil. Immortan Joes, gefällt mir sehr gut. Für 14,95. Ne? Das ist doch echt klasse. Ne? Und dann kriegt ihr die Box hier für 24,95. So, das war's für diesen Monat. Loot-Chest Unboxing. Wenn ihr mehr sehen wollt, ja, dann klickt doch einfach auf Abonnieren. Kostet euch nichts. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wird mich freuen, wird vielleicht auch andere freuen, die mehr auf mich aufmerksam werden könnten. Ja? Und ein Like kostet euch auch nichts. Ne? So. Entschuldigt, wenn ich euch eure Zeit gestohlen habe. Wenn es euch gefallen hat, schreibt ein bisschen was in die Kommentare, ob ihr euch vielleicht auch eine Loot Chest kauft. Ja? Wenn ihr das tut, folgt einfach dem Link in der Videobeschreibung, da würde ich mich auch drüber freuen. Ne? War da was? Plastik. Plastik, irgendwo Plastik geschnüffelt. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, hoffe es hat euch gefallen. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Das nächste Loot Chest Unboxing dann im März. Ja, immer diese Schmerzmonate. Ne? Und dann sehen wir uns. Ich bin der Thorsten von Thor's Hammer Gaming und ich sag, macht's gut, Leute. Tschüss, bis dann.